So, mal gucken, wen wir jetzt als Gegner haben. Ach, wir haben hier so einen Speer. Ne, nicht Speerwerfer, sondern so einen Hochspringer. Die sind unangenehm, aber da erkläre ich euch dann, wie das funktioniert. Ready, set, plant, es geht los. Wieder mit meiner üblichen Taktik. Die Pflanzen werden gesetzt. In der zweiten Linie, um meine erste Verteidigungslinie zu haben. Und der nächste kommt und schon kommen sie, die Zombies. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt auf die Bierschute. Das heißt, ich brauche noch einen und da ist ja schon die erste Verteidigungslinie. Hat soeben begonnen zu existieren. Ist noch nicht fertig gebaut, muss aber noch bestehen. Ja, während ich jetzt spiele, weise ich nochmal auf meine anderen Let's Plays hin. Let's Play Minecraft. Schaut es unbedingt an. Ich hätte gerne eure Meinung dazu. Abonniert, wenn ihr Let's Plays vorhaben wollt, weil das kommt jetzt in nächster Zeit. Und damit ihr auch die ersten seid, die dabei sind. Und ja, über ein Gefällt mir würde ich mich auch freuen. Also von der Aufnahmezeit her bin ich jetzt ungefähr bei zwei Teilen, zwei Parts, nennt wie ihr es wollt. Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Swahili. Wie ihr wollt. Ich nenne es Deutsch Teil oder Englisch Part. Auch wenn meine Englisch-Aussprache nicht wahnsinnig die beste ist. So, jetzt habe ich hier oben einen vergessen. Aber ich zeige euch gleich, wenn dieser Springer kommt, für was ich die Walnut immer einsetze. So, was war unser Rekord? Da unten kommt der Springer. Das heißt, ich brauche jetzt ganz schnell noch einen. Sehr schön, jetzt setze ich hier die Walnut hin und er springt drüber. Läuft nach vorne und jetzt kann ich ihn schön eben abschießen. So, was war mein Rekord? 950 war mein Rekord. Genau, mein Rekord war 950. Da schaffe ich auf jeden Fall mehr. So, da kommt der nächste. Scheiße, das wird ungemütlich dann. Wie mache ich denn das jetzt? Uiuiui, jetzt wird's kritisch, jetzt wird's kritisch, aber das ist überhaupt kein Problem, das schaffe ich. Schaut zu, schaut zu, schaut zu, schaut zu. Jetzt springt er mit dem ersten drüber. Fängt an, meine Pflanze zu essen und sein Kopf fällt weg. Das heißt, schon ist er verschwunden. Und eben, wenn man diese Walnuts braucht, extrem lang, um sich wieder zu regenerieren. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber das ist eindeutig kein schlimmes Problem. Wir nähern uns der letzten finalen Zombie-Welle. Darum fange ich jetzt an, eine dritte Verteidigungslinie aufzubauen. Damit ja nichts schief geht. Hier werde ich jetzt als letztes einsetzen, weil ich ja hier meine Walnut habe, die ja extrem viel Zeit nimmt. Wir sind bei 300 und die finale Zombie-Welle ist da. Jetzt muss ich gucken, jetzt kommt nämlich gleich bestimmt so ein Speerwerfer. Da oben kommt er. Das heißt, wir setzen die Walnut hier oben hin und bauen die Verteidigungsfront hier länger aus und bauen jetzt gar nichts mehr, denn wir müssen unseren Rekord knacken von 950. Wir sind bei 325, 350, 375, 400. Ah, sieht schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus. Sieht schlecht aus. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Komm, 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 komm. 450, 475, 500, 525 und 575. Das schaffen wir nicht. Doch, das schaffen wir. 600. Wir haben es nicht geschafft. Schade, unser Rekord liegt noch bei 950. In die Kommentare schreiben, wenn ihr besser wart und ich weiß, dass ihr besser seid. You got a new plant. Ausrufezeichen. Ja, wir bekommen eine neue Pflanze. Die Snowpier. Das ist eine Pflanze, die ich persönlich nicht so oft verwende. Aber euch zuliebe werde ich es natürlich euch zumindest einmal zeigen. Was kann diese Pflanze? Diese Pflanze schießt vereiste Bälle und diese Bälle bewirken, dass der Zombie langsamer läuft. Und so habe ich mir Zeit, ihn in den Arsch zu treten. Wortwörtlich. Next Level. Ich kann euch ja dann zeigen, wie es funktioniert. Wir sind bei dem Level mittlerweile schon ready, set, plant. Wir sind bei 1.7. Ich würde vorschlagen, ich kann ja meine Aufnahme bei 1.9 aufhören. Also wenn es dann zu Level 2 kommt. So. Wieder meine Taktik. Und jetzt ist es gerade ruhig. Noch kommt kein Zombie. Ich spüre aber, dass jetzt der nächste Zombie bald kommen wird. Keine Sorge, der macht mir keine Probleme.
denn noch eine Sonnenblume. Und ich habe meinen Peer-Shooter und kann den Zombie zurück in sein Grab schießen. Und bumm, bumm. Und die Sonnenblumen kommen schon ganz dringend, ganz wichtig. Noch eine Sonnenblume und ich habe die erste Sonnenblumenlinie fertig ausgebaut. Und das ist jetzt. Da oben kommt ein Zombie, ich habe ihn gesehen. Aber wie schon gesagt, da habe ich alles unter der Kontrolle. So, ich brauche jetzt noch mehr von diesen Sonnenblumen. Von Sunflower. Sehr schön. Denn wir möchten dir diesmal unseren Rekord knacken. Von 950. Der Rekord liegt bei 950. Das schaffen wir. Sehr schön, dass er genau dahin kommt, wo schon eine steht. Es gibt mir Zeit, mehr von den Sonnenblumen zu bauen, die dann langfristig gesehen mehr helfen. Und wir sehen hier eine kleine Neuerung. Ihr seht zwei von diesen roten Pfannen, wo ein Gehirn drauf ist. Das bedeutet, dass wir zwei Wellen haben werden. Zwei Angriffswellen haben werden. Aber dort, das gibt uns auch Zeit, unseren Rekord ein bisschen zu verbessern. Und wisst ihr was? Damit ich die Eisdinger hier auch mal einsetze, mache ich das so. Die erste Verteidigungslinie besteht aus den normalen Peer-Shootern, die zweite aus und die dritte besteht dann aus diesen Eisteilen. So, ein Walnut hier hin, damit er nicht anfängt zu stressen. Und ich brauche dringend mehr Sonnenblumen und fange mit der zweiten Verteidigungswelle mal an. Und baue jetzt auch mal mehr... Nein, guck, jetzt habe ich gerade mich verpflanzt, jetzt hilft diese Schaufel super. Um mich zu korrigieren, das Problem ist, dass mir diese Schaufel nicht meine Sonnenblumen, die ich ausgegeben habe, zurückgeben. Das ist leider schade, aber auch nicht so schlimm. So, hier kommt einer, der kriegt gleich so eine Walnut vor den Arsch gesetzt. Die nächste Sonnenblume kommt. Hier unten frisst einer. Schon habe ich meine zweite Verteidigungsfront. Sie steht und die dritte Verteidigungsfront, wie schon angekündigt, besteht jetzt aus diesen Eisteilen. Und das setze ich gleich hier hin, damit er langsamer wird. Habt ihr gesehen? Jetzt wird er ganz langsam. Und das ist eben... Na, jetzt habe ich mich schon wieder vertippt. Seht ihr? Und da ist eben die Schaufel ganz wichtig, auch wenn ich mich jetzt gerade abnormal oft vertippe. So, eine finale Zombie-Welle erreicht uns. Ich setze absichtlich jetzt hier keine blaue hin, weil ich ja hier diese Walnuts habe. So, hier kommt einer noch hin. Sehr schön. Wir brauchen mehr, Noch eine Sonnenblume. Wir müssen ja unseren Rekord von 950 brechen. Schnell, 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 schnell. Noch einen blauen. Ich habe die dritte Verteidigungsfront. Noch eine Sonnenblume. Noch eine Sonnenblume und ich habe auch die dritte Sonnenblumenlinie. Und meine dritte Verteidigungsfront ist soeben geschlossen. Eine Sonnenblume und die dritte Sonnenblumenlinie ist soeben geschlossen. Dann setze ich hier noch eine Walnut hin und konzentriere mich jetzt nur noch auf das Einsammeln von den Blumen, um den Rekord zu schaffen. So, das schaffe ich jetzt locker. Wir sind schon bei 375, bei 400, bei 425. Da oben könnte ich noch so einen Walnut hinsetzen, das wäre gar nicht so schlecht. Wir sind schon bei 500, wir sind schon bei 550, 575, 625, 650. Also, das schaffe ich auch. Oh, jetzt habe ich mich da oben vertippt, aber scheiß drauf, dann ist das eben ein früher. Da unten habe ich mich vertippt, auch, also da ist es aufgegessen worden. Ich sind schon bei 800. Den Rekord schaffen wir auf jeden Fall. 825 und schon sind wir bei den 900. 950 und Rekord gebrochen. Wir sind bei 1000. 1050. Hier unten bräuchte ich schnell noch so einen Walnut. Komm, 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 komm. Ja, okay, aber der hat keine Chance. Der hat einfach keine Chance. Setzen wir den Walnut hier hin. Wir sind bei 1000. 225. Also, das ist natürlich jetzt sehr gut für meine Verhältnisse. Ich weiß ja nicht, wie ihr so spielt, aber 1400 sind für meine Verhältnisse sehr, sehr, sehr gut. So. Jetzt beruhigen wir uns mal ein bisschen. Vielleicht kommen wir sogar in die 2000. Mal sehen.
1625. Ich werde aber wahrscheinlich die Bombe mal verwenden. Beziehungsweise nein, brauche ich nicht. Ich kann mich ja wirklich auf den Rekord konzentrieren. Also, schaffen wir die 2000 noch? Ja, die 2000 schaffen wir auf jeden Fall noch. Wir sind schon bei 1950, 1975, 2000! 2050! Warte, und bumm! 2025. Wir sind bei 2025. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr besser seid. Und wie ich schon so oft gesagt habe, ihr seid auf jeden Fall besser. Sehr schön. You got a new plant. Wir haben eine neue Pflanze, dessen Namen ich nicht so wirklich gut aussprechen kann. Der, ist das ein G oder ein C? Ich glaube, das ist ein C. Chomper. There was a zombie hole, but it's vulnerable while chewing. Okay, ich erkläre euch das mal. Diese Pflanze setze ich hin und sobald sich ein Zombie dieser Pflanze nähert, isst diese Pflanze den Zombie auf. Fantastisch. Nicht fantastisch ist aber, dass diese Pflanze danach den Zombie erstmal verdauen muss, beziehungsweise kauen muss. Und da ist sie hilflos ausgesetzt und kann aufgegessen werden. Aber sie ist extrem cool. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Wir sind bei Level, weiß Gott was, hier haben wir übrigens einen neuen Gegner, gell? Einen Gegner mit so einem scheiß Helm drauf, die sind schwerer. Okay, wir brauchen auf jeden Fall unsere Sonnenblumen, die Pea-Shooter, die hier brennen wir, die benutzen wir, die Bombe benutzen wir und wir benutzen Walnut. Let's rock! Ready, set, plant! Los geht's! Wir sind bei Level 1.8. Ich habe gesagt, ich beende meine Aufnahme bei Level 2. Und die nächste Sonnenblume wird gepflanzt. Ui, das ist ein cooler Geräusch. So wie so ein DJ, wenn er an den Schallplatten rumarbeitet. Zack, da, 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 da. Schon wieder vertippt. Ich vertippe mich aber ganz schön oft. Zack, 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 zack. Und es geht los. Wir haben nur eine finale Welle. Das ist sehr gut. Also unser Rekord liegt bei 2025. Ich glaube, den schaffen wir jetzt nicht. Aber wer weiß. Wer weiß. Oh, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich muss ja schon längst hier einen Peer-Shooter hinbauen. Oh, jetzt wird's unangenehm. Das wird jetzt unangenehm. Diese Sonnenblume, von der können wir uns verabschieden. Von der Sonnenblume können wir uns höchstwahrscheinlich verabschieden. Und habe ich recht? Nein! Gott sei Dank. Puh. Ich habe nicht recht behalten. Das ist sehr nett. Mhm. Sehr schön. Jetzt holen wir noch einen. Ach, bauen wir noch eine schön. Noch hier eine Sonnenblume hin. Ich wollte sie eigentlich dahin pflanzen, aber ob es jetzt da oder dahin gehört, ist ja eigentlich egal. Übrigens, ich hoffe, dass ich für euch in HD aufnehmen kann. Bis jetzt, und da kann ich stolz präsentieren, hat die Game Factory jedes Video, das sie je hochgeladen hat, in mindestens normalem HD hochgeladen. Ja, ich versuche es in HD hochzuladen, mindestens 720 Pixel die Breite. Also Full HD werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, 1080 Pixel die Breite, dafür ist wahrscheinlich die Auflösung von dem Spiel selbst nicht so hoch. Außerdem muss ich ja das ein bisschen runterskalieren, damit das überhaupt in mein Aufnahmeprogramm reinpasst. Aber vielleicht klappt es ja. Also entweder 1080 Pixel die Breite oder 720 Pixel die Breite, was ja auch noch HD wäre. Ich hoffe, ich schaff's in HD. Wenn nicht, mein Gott, dann ist es halt 420 oder 480. Das weiß ich jetzt nicht, was es war. Aber dann ist es halt nicht so. Dann ist es, glaube ich, VAG oder SD. VAG oder SD, irgendwie so heißt es. Nicht so schlimm, aber ich tue mein Bestes. So. Hier unten wird's kritisch. Ich zeige euch anhand der Blume ein Beispiel, wie das funktioniert. Also, der Zombie nähert sich und wird dann aufgegessen von der Blume. Seht ihr? Zack. Und jetzt seht ihr, dass diese Blume gerade verdaut und in dem Moment ist sie hilflos und kann problemlos gegessen werden. Aber ich habe ja von hinten meine zwei Pflanzen, die diese Blume rechtzeitig retten können. Den Chamba, so heißt er irgendwie so. Nein, den wollten wir gar nicht. Ich wollte den hier.
Also, wir sind noch nicht ansatzweise dabei, unseren Rekord zu brechen mit 50. Das schaffen wir heute, glaube ich, auch nicht. Allein schon die Tatsache, dass ich eine Sonnenblumenreihe diesmal weniger mache, aufgrund der Tatsache, dass wir nur eine Huge Wave haben. So, einen habe ich noch, einen brauche ich noch. Dann ist meine Verteidigungsfront perfekt. A huge wave of zombies is approaching, keine Ahnung, wie man das ausspricht, bla bla bla. So, meine drei Verteidigungslinien stehen. Ja, ich brauche mich gar nicht erst aufs Einsammeln zu konzentrieren, dann arbeite ich mal ein bisschen an meiner vierten Verteidigungsfront. Da müssten eigentlich Sonnenblumen stehen, wie ihr wisst, aber gut. So kann sich das Ganze ändern. Der wird nicht bis zur Blume kommen. So. Also. Dieser Jumper entscheidet, ob das Level beendet wird oder nicht. Und ich kann euch zu 100% versichern, wir werden das Level beenden. Sehr schön. Mit genau 0 Sonnenblume, das ist lächerlich. Geht es ins nächste Level. Und wir bekommen eine neue Pflanze. Der Rekord liegt immer noch bei 2025.